So, hallo Frankfurt, der 27.06.23. Ich fürchte, das wird wieder ein längeres Video. Ich wollte darüber ursprünglich überhaupt nicht berichten. Das ist also ein ganz, ganz neues Thema. Da habe ich noch nicht mal ansatzweise drüber geredet in dem Kanal. Ich habe da am Anfang keine Veranlassung dazu gesehen. Das war 2022 und habe aber mittlerweile neue Informationen, die ich wirklich schockierend finde, und deswegen möchte ich jetzt doch mal meine Erlebnisse zusammenfassen. So, also kurz eine Reise in der Zeit zurück zu Oktober 2022, damit man versteht, was das mit den Informationen zu tun hat, die ich jetzt habe. Kurz zum Hintergrund: Ich habe einen Termin im Zentrum für, lasst mich gerade mal gucken, im Zentrum für Psychotraumatologie gemacht, weil Person X ironischerweise wochenlang unter ihrem Praxisschild gelegen hat. Oder die letzten Wochen auch wieder liegt. Die wechselt ja immer, Flößerbrücke und dann eben diese Seitenstraße. So, und wie ich mir dann so das Schild immer angeguckt habe, wenn ich sie besucht habe, habe ich irgendwann mal gedacht, so, da machst du jetzt mal einen Termin für dich selber, weil ich fühle mich langsam selber traumatisiert und als Opfer von dieser ganzen Sache, weil da ja eine gewisse Co-Abhängigkeit mittlerweile gegeben ist. Ich kann es nicht lassen, aber ich komme auch nicht weiter mit meinen Hilfeversuchen. Und das ist natürlich eine Konfliktsituation, in der ich mich seit über 3 Jahren befinde. Also ich habe dann mit dieser Frau einen Termin ausgemacht. Was rein zufällig ist, das muss ich sagen, hätte Person X vor einem Hausarzt gelegen, hätte ich mit dem Termin gemacht, von einem Psychotherapeuten, mit dem, von der esoterischen Praxis, mit den Leuten. Ich hätte mit jedem einen Termin gemacht, weil ich Gesprächsbedarf hatte im Oktober 2022, der die Person zumindest vom Sehen her kennt und mich eingebucht hätte. So, das heißt, das Zentrum für Psychotraumatologie habe ich weder recherchiert, noch war mir das wichtig, dass ich ausgerechnet da jetzt rein will. Das war der reine Zufall, weil sie wochenlang unter diesem Schild gelegen hat. Das ist wichtig zu wissen. So. Aber erstmal zum Hintergrund. Ich war dann im Oktober dort, hatte meine erste Sitzung mit der Fachärztin, die auch einen Hintergrund hat. Die hat jahrelang in der Psychiatrie im Krankenhaus gearbeitet. Und das ist natürlich ein super kompetenter Ansprechpartner für mich gewesen, weil die sich mit Krankheitsbildern, Symptomen, Heilungsmöglichkeiten, Heilungschancen auskennt. Leider kamen wir gar nicht so weit, aber davon gleich mehr. Also ich war super glücklich, dass die mir die Gelegenheit gegeben hat und mir einen Termin gegeben hat. Wir haben uns auch toll verstanden, haben uns da eine Stunde oder so unterhalten. Ich glaube, ich musste auch mal weinen, wie das so ist. Und sie ist dann in Urlaub gefahren. Und unsere nächste Stunde ist in meiner Erinnerung 2 oder 3 Wochen später gewesen. So, und jetzt passiert Folgendes. Ich gehe nachts zur Flößerbrücke, weil die war mittlerweile wieder an die Flößerbrücke umgezogen, Person X. Und da habe ich sowas Furchtbares gesehen. Ich kann es euch leider nicht mitteilen im Augenblick. Also, ich war dermaßen schockiert. Ich habe ein Video gemacht. Ich musste das Video nach einer Minute abbrechen. Das war einfach zu viel für mich. Und ich habe mich dann praktisch an meine Therapeutin gewendet, nämlich an sie. Das war mir dann auch egal, dass sie im Urlaub ist. Ich habe gedacht, muss sie selber wissen, ob sie ihre Mails liest oder nicht. Ich wollte es nur loswerden und habe ihr die Mail geschickt mit diesem Beweisvideo und habe gesagt, ich kann nicht mehr. Es tut mir leid, dass sie im Urlaub stört, aber ich muss das jetzt mit jemandem teilen. Und daraufhin hat sie gesagt, ja, es macht nichts. Und sie hat sich sofort hingesetzt und das muss ich auch heute noch sagen, vielen Dank dafür. Und hat eine ärztliche Einschätzung geschrieben.
Sie ist ja kein Gutachter, sondern sie wollte wirklich helfen. Und diese Einschätzung hat sie an den Paritätischen Betreuungsverein Frankfurt geschickt, an die Betreuerin. Und hat mir eine Kopie davon zukommen lassen. So, ich teile euch das gleich mal, aber ich will erst mal sagen, wie die Geschichte ausging. Also, sie schickt das an den Paritätischen Betreuungsverein. Unsere zweite Stunde kommt. Ich gehe zu ihr hin. Sie ist total happy, erzählt mir auch, hat auch gesagt, sie hat mit denen telefoniert. Es war ein gutes Gespräch gewesen. Und sie denkt, da wird sich jetzt was ändern. Also sie war happy, ich war happy. Dann hat sie mir einen Vertrag vorgelegt. Du musst da, glaube ich, irgendwas unterschreiben. Ich meine, bei mir zahlt ja die Krankenkasse, aber die Stunden sind ja wohl limitiert. Also jedenfalls, ich habe das unterschrieben. Und zwar hatte ich nach der zweiten Stunde, habe ich ja dann gewartet, ich habe jetzt gedacht, oh, jetzt kommt die Obdachlose weg, oh, juhu, weil das ist eine externe ärztliche Einschätzung, auf die muss reagiert werden. Das ist ja eine Fachfrau mit sämtlichen beruflichen Hintergrund, den man in so einer Situation nur haben kann, also optimal, um so eine Einweisungsempfehlung zu geben. Und es ist nichts passiert. Und dann hat mich so eine positive Energie gepackt. Da habe ich gedacht, euch zeige ich es, also den Betreuern. Und da habe ich das Schreiben genommen und hab's, es lag mir ja vor, was sie den Betreuern geschickt hatte. Und dann habe ich wollte die zwingen. Heute weiß ich, dass du da überhaupt keinen zwingen kannst. Damals wusste ich das aber nicht. Und ich habe das an die Sozialdezernentin Feutel geschickt. Ich habe es an die Betreuer geschickt. Ich habe es an die Betreuungsrichter geschickt. Und das Ergebnis war null. Mit Wissen des Betreuungsgerichtes darf sich die Parität über ärztliche Einweisungen hinwegsetzen, genauso wie sie sich schon über den Gutachter 2021 hinweggesetzt haben. Sozialdezernentin Feutel hat ihre Hilfe verweigert. Die haben weitergemacht wie bisher. Die haben die Frau liegen lassen. Und was passiert ist, ist Folgendes. Zwischen der zweiten und dritten Stunde haben die nochmal Kontakt aufgenommen mit der Fachärztin oder sie mit denen, keine Ahnung, vielleicht hat die ja auch nachfragen wollen, warum nichts passiert. Und da haben die Frau dermaßen unter Druck gesetzt, dass sie mit mir Kontakt aufgenommen hat. Und da hat sie gesagt, sie muss die Behandlung mit mir abbrechen, was schon in sich selber krass ist, weil die Stunde vorher in der zweiten hat sie ihren Behandlungsbedarf festgestellt, deswegen haben wir ja den Vertrag unterschrieben. Und praktisch dann zur dritten Sitzung hat sie dann gesagt, nein, ich muss die Behandlung abbrechen, das geht so nicht, indem ich die ärztliche Einschätzung an die Betreuer, Sozialdezernentin Feutel und das Betreuungsgericht geschickt habe. Und da sagte sie, das hätte ich nicht tun dürfen. Dazu muss ich jetzt sagen, sie hat es mir nicht verboten. Die kam wahrscheinlich gar nicht auf die Idee, dass ich das weiterschicken würde. Ich hätte es mir vielleicht selber denken müssen, aber das war halt wie so ein Stück Gold für mich, das, wo ich wusste, jetzt wird der Obdachlosen geholfen. Natürlich verwendest du das. Und außerdem, die Betreuungsrichter, für die war das nichts Neues. Es gab ja schon mal so ein Urteil im November 2021. Die Betreuer wussten sowieso und Sozialdezernentin Feutel habe ich ja in ihrer Funktion als Politikerin informiert. Das heißt, ich habe ja das Urteil eben nicht
öffentlich gemacht, wie ich das heute mache. Und ich habe also praktisch einen Tritt in Allerwertesten gekriegt. Die Behandlung wurde dann abgebrochen. Es war eine Gesprächstherapie. Und ich stand genauso auf der Straße wie die Obdachlose, der, wie gesagt, nicht geholfen wurde. Was ich halt krass fand, ist, dass die Betreuer einen dermaßigen Machtmissbrauch ausgeübt haben und haben die arme Fachärztin, die ja studiert ist, die ein Doktor ist, die hat sich von Sozialarbeitern, wisst ihr, wer früher Sozialarbeiter wurde vor 20, 30 Jahren? Das sind die, die keinen NC hatten, wo die Eltern gesagt haben, Kind, du musst trotzdem was studieren. Also ein Studium der Sozialarbeit. Ich kann nicht über den heutigen Bachelor reden. Ich will hier kein Fass aufmachen. Ich weiß, was die jungen Leute leisten müssen. Ist nicht vergleichbar mit früher. Aber die, die früher studiert haben, die haben sich keinen Zacken aus der Krone gebrochen. Und es ist nicht annähernd vergleichbar mit dem, was eine Fachärztin leisten musste. Plus, die hat einen Doktortitel, plus, die hat unter so schweren Umständen gearbeitet in der Psychiatrie, dass sie die fertig gemacht haben. Das hat mir für die Frau leid getan, weil die hat ja alles richtig gemacht im Prinzip. Und dass man dann seine ärztlichen, ethischen Grundsätze verletzt und tut doch jemanden, wo man Behandlungsbedarf vorgestellt hat, auf die Straße stellen, weil man so einen Schiss hat vor politischen Repressalien. Also ohne Worte. So, aber Schwamm drüber, das ist wie es ist. Ich hätte darüber nichts erzählt. Und jetzt kommen wir zum zweiten Skandal in der ganzen Geschichte. Könnt ihr am besten gleich mal mitmachen. Ihr geht einfach mal, macht mal ein neues Fenster auf. So, und dann gebt ihr mal im Browser einen Präventionsrat der Stadt Frankfurt. Da klickt ihr mal drauf. Dann öffnet sich eine Seite. Dann klickt ihr mal rechts auf Opferschutz. Dann lesen wir uns mal die Definition vor. Wenn Sie sich vor Gewalt und Kriminalität schützen möchten oder Opfer von Gewalt bzw. Kriminalität geworden sind und dringend erste Hilfe benötigen, finden Sie hier weitere Informationen. Ja, aber was ist, wenn die Kriminellen im Präventionsrat der Stadt Frankfurt sitzen? Darüber mache ich noch ein eigenes Video. Wir bleiben erstmal bei unseren Fachärzten. So, dann scrollen wir mal ein bisschen runter. Und dann sehen wir, dass die Stadt Frankfurt ein Zentrum für Psychotraumatologie fördert, vermutlich. Psychologische Beratungsstelle für Kriminalitäts- und Unfallopfer in der Seehofstraße 11. Da denke ich mir, die Adresse kennst du doch. Dann gehe ich ins Internet auf www.zfpt.de und dann gucke ich mir mal an, wer dort so arbeitet. So, und dann sehe ich doch, dass in der Seehofstraße 11 eine weitere Fachärztin für psychotherapeutische Medizin, die ist auch Fachärztin für Frauenheilkunde, tiefenpsychologisch fundierte Psychotherapie, Zusatzqualifikation spezielle Psychotraumatherapie und so weiter hat. Dann ist das Ganze eine GbR, das heißt, die Praxis hat sie in Zusammenarbeit mit einer anderen Kollegin, die ebenfalls Diplompsychologin ist, psychologische Psychotherapeutin, das ist der kleine Heilpraktiker, Verhaltenstherapeutin, Gesprächspsychotherapeutin, Traumatherapeutin und so weiter und so weiter. Eine davon hat noch irgendwie was veröffentlicht. So, das heißt, diese beiden Frauen gehört die Praxis, die führen die nach außen hin als GbR. Und die andere Fachärztin, wo ich meinen Termin damals hatte, die hat sich da wohl eingebucht. So, und da habe ich natürlich gedacht, na, jetzt fällst du ja mal wieder vom Glauben ab. Immer wenn du denkst,
du kommst nicht tiefer, greift mal. Also du kannst hier in Frankfurt nur den Kopf schütteln. Und ich bin auch mittlerweile der festen Überzeugung, das hat Symbolcharakter, dass unsere Person X bei denen unterm Praxisschild liegt. Diese Frauen steigen seit Jahren über sie hinweg und ignorieren eine andere Frau, die sich unter erbärmlichsten Zuständen dahin vegetiert und verweigern ihr humanitäre Hilfe. Und ausgerechnet diese Praxis, wie ironisch ist das denn, wird von der Stadt Frankfurt beworben. Und beide sind im Präventionsrat der Stadt Frankfurt. Beide Geschäftsführerin, also nicht die, wo ich damals war. Und da habe ich gedacht, na, das ist doch wunderbar. Dann schreibst du die doch mal an. So, und da ging meine erste Mail raus. Am 8.6.23 an die Frau Doktor. Sehr geehrte Frau Dr. R., ich schreibe Sie an, da Sie dem Präventionsrat der Stadt Frankfurt angehören und möchte gerne einen Termin mit Ihnen vereinbaren. Es geht um Person X, die buchstäblich vor Ihrer Praxistür liegt. Da Sie eine Praxis für Psychotraumatologie haben und täglich über Person X hinübersteigen müssen, um zur Arbeit zu kommen, würde ich mich freuen, wenn ein Hilfsangebot von Ihrer Seite zustande kommen würde und Sie versuchen könnten, mir und Person X zu helfen, damit diese unsägliche Situation zu einem guten Ende kommt. Anna Fröhlich. Sehr geehrte Anna Fröhlich, ich musste erst mal googeln, was der Präventionsrat ist. Na klar, Sie sind Geschäftsführerin von dieser Praxis. Sie sind die einzige Praxis, die im Präventionsrat auf den Hilfeseiten der Stadt Frankfurt aufgeführt ist. Da kommt man nicht ohne Beziehungen drauf. Und tut mir gegenüber so, sie kennt ja meinen Hintergrund nicht, ich muss erst mal googeln, was der Präventionsrat ist. So, und dann kopiert sie mir, damit sie das Blatt voll kriegt, da eine Viertelseite vom Präventionsrat rein. Hätte sie mir auch einfach nur einen Link reinmachen können. Aber damit so aussieht, als ob sie sich Mühe gegeben hat. Also bla 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 bla. Da bin ich nicht dabei. Ich bin... Sie lügt also. Ich blende euch das ein. Selbstverständlich ist sie dabei. Aber sie hat halt nicht richtig gegoogelt. Ich bin nur als Psychotherapeutin niedergelassen und auch keine Psychiaterin. Wenn Sie Unterstützung suchen für die obdachlose Person X, dann wäre wahrscheinlich ein Kontakt zur Lazarus Wohnsitzlosenhilfe e.V. sinnvoll. Ich hoffe, dass Sie da fachkundige Unterstützung bekommen können. Mit freundlichen Grüßen, Doktor und so weiter. Tja, so ist das, wenn man als Arzt seine Hilfe verweigert. So, ihr kennt mich ja, ich lasse das ja nicht auf sich ruhen, ich gehe ja den Dingen auf den Grund. Ich bin ja auch fies, also habe ich an ihre Kollegin geschrieben, die Geschäftspartnerin. Der andere Teil der GBR, Gesellschaft Bürgerlichen Rechts, die andere Praxisinhaberin, und zwar ebenfalls am 12.06.23, sehr geehrte Frau Doktor Nummer 2. Ich schreibe Sie an, da Sie dem Präventionsrat der Stadt Frankfurt angehören und möchte gerne einen Termin mit Ihnen vereinbaren. Schreibt die mir knallhart zurück. Hallo? Manchmal eine Anrede, hallo? Ich habe leider nur noch eine Privatpraxis. Gruß, Unterschrift. So. Nicht mit mir, meine Damen. Also nochmal an die an Ärztin Nummer 2. Guten Tag, Frau. Sowieso. Sie sind ja im Präventionsrat der Stadt Frankfurt. In dieser Funktion schreibe ich Sie an. Welche Möglichkeiten
sind hier gegeben, wenn das Opfer nicht ordentlich von gesetzlich vorgesehenen Betreuern, hier der Paritätische Betreuungsverein Frankfurt, betreut wird. Sie sehen das Elend ja selber. Person X nimmt keine Drogen, trinkt nicht, ist dement. Hier sollte doch der Präventionsrat eingreifen können oder sogar per Definition müssen. Opferschutz? Fragezeichen. Welche Möglichkeiten stehen hier zur Verfügung? Vielen Dank, Anna Fröhlich. Also ich habe sie festgenagelt, Ärztin Nummer 2. Und habe sogar noch ein Bild mitgeschickt. Habe ich am 13.06. an beide Ärztinnen geschrieben, an beide Praxisinhaberinnen. Mit dem Titel Förderung durch die Stadt Frankfurt in welcher Höhe? Journalistische Anfrage, weil auch ich kann anders. Guten Tag. Als sozialkritisches Journalistin bin ich erstaunt, mit welcher Sorglosigkeit und beruflichem Unengagement in Deutschland dem Leiden geschundener Menschen begegnet wird, vor allem, wenn diese vor der Haustür liegen. Sei es das Verhalten von Dr. Sowieso, also der ersten, wo ich war, die mich erst motiviert, einen Behandlungsvertrag zu unterschreiben mit den Worten, sie würde alles tun, um Person X zu helfen, dann mit dem Paritätischen Betreuungsverein Frankfurt spricht und sich dann von mir trennt. Alles schön und gut. Trotz allem hätten sie Person X mit einer Einweisung direkt helfen können und hätten auch am Fall dranbleiben können. Das hat sie aber nicht. Frau Dr. R. leugnet, sie wisse nichts von einem Präventionsrat. Was seltsam ist, ist sie doch Mitgesellschafterin ihrer kleinen GbR und sollte informiert sein, wo die Praxis gelistet ist. Sie selber, Frau Dr. T., wehren sofort ab, ohne mit mir persönlich gesprochen zu haben und verweisen auf Geld. Darf ich hier schon einmal vermerken, mit diesem Verhalten, das Sie alle drei an den Tag gelegt haben, in einem medizinisch andauernden Notfall, ist von derart massiver unterlassener Hilfeleistung bei einem staatlich geschädigten Opfer auszugehen. Frau L. haben die Beschlüsse vorgelegen, dass Ihnen in England der Prozess gemacht worden wäre und Sie alle drei lebenslanges Berufsverbot erhalten hätten. Dasselbe Bild. Sie haben vor Ihrer Haustür einen Fall liegen und sind nicht in der Lage, der Frau aus humanitären Gründen einmal einen Kaffee zu bringen oder mit einer Ihrer Behandlungsmethoden in Kontakt zu treten, einfach um einen Dialog herzustellen und zu schauen, ob man helfen kann, ob man vielleicht Kontakt zur Familie aufnehmen könnte, was denn eine Diagnose hergeben würde? Nein. Da wird mitleidslos von drei Frauen, die die schönste Homepage haben, drüber gestiegen. Soll die Alte doch verrecken. Ich hätte Ihnen noch nicht mal einen Vorwurf gemacht, wenn Sie eine normale Praxis gewesen wären. Obwohl auch hier, wenn ich im Tierschutz arbeite und vor meiner Haustür hat jemand ein Kätzchen ausgesetzt, kümmere ich mich drum. Sie ja nachweislich nicht. Und hier handelt es sich um ausgebildete Fachärzte, die sich laut Homepage wer weiß was drauf einbilden, wie toll sie arbeiten, lehren und publizieren. Aber nein, die drei Damen sind keine normale Praxis, sondern zu meinem Erstaunen finde ich die Adresse auf der Homepage der Stadt Frankfurt unter gewaltsehenundhelfen.de. Gewalt sehen und helfen? Aber nicht doch. So, die Stadt Frankfurt hat mir bestätigt, dass diese Praxis Beihilfe von unseren Steuergeldern erhält. Hier also meine Fragen. In welcher Höhe wird der Betrieb der Praxis mit unseren Steuergeldern jährlich gefördert? Seit wann erhalten Sie staatliche Unterstützung? Wie viele Menschen helfen Sie jährlich, indem Sie als in Anführungsstrichen Präventionsrat tätig sind? Was zahlen diese Leute oder ist das kostenlose Hilfe, wie zum Beispiel der Weiße Ring sie anbietet? Warum wird diese Hilfe Person X verwehrt? Gibt es da interne Anweisungen der Stadt Frankfurt? Da ich an einer Dokumentation arbeite, bitte ich um zeitnahe Auskunft. Danke, Anna Fröhlich.
Denen haben die Ohren gewackelt, als sie das gelesen haben. So, daraufhin hat mir Dr. T. zurückgeschrieben: Sehr geehrte Anna Fröhlich, wir bekommen keine Steuergelder von der Stadt. Das wissen wir noch nicht, ob das nicht auch noch gelogen ist. Warum, komme ich gleich drauf. Ich habe Person X noch kein einziges Mal vor der Tür liegen sehen. Wie lächerlich ist das denn? Wie lächerlich ist das denn? Wie lächerlich ist das denn? Guckt euch die Fotos an. Hat sie sich die Händchen vors Auge gehalten oder wie? Soll das jetzt Gefahrenabwehr sein, falls sie eine Anzeige kriegt wegen unterlassener Hilfeleistung, dass sie sagt, oh, ich habe nichts gesehen, deswegen habe ich nicht geholfen. Mit diesen dummen, frechen Aussagen, mit diesen Lügen habe ich seit 3 Jahren zu tun im Bereich des Jugend- und Sozialamts der Stadt Frankfurt, im Bereich des Betreuungsgerichtes, des Landgerichtes, der Polizei und mit Drittanbietern. Und da gehören die wahrscheinlich mit dazu. Ich habe Person X noch kein einziges Mal vor der Tür liegen sehen. Vielleicht sollten Sie mal bei der Stadt Frankfurt oder der Sozialbehörde oder bei dem sozialpsychiatrischen Dienst der Stadt Frankfurt nachfragen. Wir sind da nicht zuständig. Doch, seid ihr. Ihr seid aus humanitären Gründen und als Ärztin zuständig. Wir behandeln Opfer von Gewalt. Ich glaube, Person X ist ein Gewaltopfer, nämlich ein Opfer der Stadt Frankfurt. Ich gehe davon aus, und jetzt kommt der süffisante Satz, selbe Schulung gehabt wie die Frau Feudel, die ja geschrieben hat oder hat schreiben lassen. Man hat der Obdachlosen am 1. Juli eine Flasche Wasser in einen Hanuta gebracht. Das würde zeigen, dass man sich kümmere. Diese Verarschersätze schicken die mir ja regelmäßig. Und die Frau Dr. T. entblödet sich nicht, muss man hier sagen, mir auch so einen Satz nachzuschicken. Rhetorikkurs 3 für Jugend- und Sozialarbeiter der Stadt Frankfurt. Ich gehe davon aus, dass Sie als kompetente Frau sicher einen Weg finden werden. Mit freundlichen Grüßen. Ja, den Weg, den haben wir jetzt gerade eben, meine drei Ladies. Ob euch das so recht ist, müsst ihr selber entscheiden. So. Und daraufhin habe ich zurückgeschrieben: Ja, Person X ist ein Gewaltopfer. Sie haben ja nicht mal danach gefragt. Und das stimmt, aber darüber möchte ich hier nicht eingehen. Sie haben Person X noch nicht da liegen sehen? Echt? Ich war heute wieder dort. Sie ist das Bündel Mensch, das unter der Bauplane vor Ihrer Praxis liegt. Wären Sie beruflich an irgendwas interessiert, könnten Sie drei Frauen, wir haben drei Fachärztinnen, sich zusammenschließen und dafür sorgen, dass sie untergebracht wird. Frau Dr. L. hatte mir das sogar in Anführungsstrichen versprochen. Stichwort Bamberger Hof. Da hat sie nämlich gesagt, da hat sie beste Beziehungen, da würde sie versuchen, was zu tun. Aber gut, wenn Sie jahrelang nicht gesehen haben, dass ein notleidender Mensch vor einer Praxis liegt, die angeblich psychotraumatische Arbeit leistet, dann sagt das mehr über Ihr Supervisionsbedürfnis aus und Ihren Blindspot. Macht nichts. Es hat seinen Grund, dass Person X wie ein Ausrufezeichen vor Ihrer Tür liegt. Jedes Mal, wenn Sie dort aufschließen, werden Sie daran erinnert, dass das, was Sie machen, berufliche Heuchelei ist. Für eine eigene Praxis scheint das Geld bei Ihnen allen ja nicht zu langen. Ich werde herausfinden, wie viel Steuergelder an Sie gezahlt werden und warum. Sie sind nicht ohne Grund auf dieser Liste. Damit meine ich die Liste vom Präventionsrat der Stadt Frankfurt, wo Sie ausdrücklich unter Opferhilfen aufgeführt werden. Widerlich, widerlich, widerlich.
Mehr kann ich dazu nicht sagen. Sie sollten sich alle drei schämen. Lassen Sie sich bitte von der Homepage der Stadt Frankfurt nehmen, Worte wie Psychotrauma, Opferschutz, dass ich nicht lache. Nichts könnte Sie weniger interessieren. Macht nichts, Karma wird Sie auch mal treffen und dann können Sie an mich denken. Anna Fröhlich. So, und weil ich dann im Schwung war, habe ich eine journalistische Anfrage gestellt an die gute Sozialdezernentin Elke Feutel in Bezug auf das Zentrum für Psychotraumatologie Frankfurt. So, und zwar wollte ich wissen, guten Tag, bitte teilen Sie mir mit welchem Betrag jährlich folgende Einrichtung von der Stadt Frankfurt unterstützt wird und was dafür als Gegenleistung erbracht werden muss. Weil wenn Sie die bezahlen, dann gibt es auch einen Drittanbietervertrag und dann steht da was drin. Zentrum für Psychotraumatologie, psychologische Beratungsstelle für Kriminalitäts- und Unfallopfer in Frankfurt am Main. Die Adresse habe ich folgendem Link des Präventionsrates der Stadt Frankfurt entnommen. Dann kommt der Link gewaltsehenhelfen.de, Opferschutz. Des Weiteren möchte ich wissen, mit welchem Betrag diese Einrichtung unterstützt wird und warum meiner Des Weiteren möchte ich wissen, mit welchem Betrag diese Einrichtung unterstützt wird und warum Person X bis heute eine traumatherapeutische Behandlung vom Sozialpsychologischen Dienst der Stadt Frankfurt sowie dieser Stelle verweigert wird. Die Streetworkerin Frau W. wusste sehr gut, wie schlecht es Person X geht. Warum wurden in 10 Jahren nicht der Versuch gemacht, diese zutiefst traumatisierten Frau mit denen der Diakonie zur Verfügung stehenden Hilfsangeboten zu helfen. Keine Sozialarbeit, keine Therapeuten, kein betreutes Wohnen. Wofür bezahlen wir die Diakonie in Caritas eigentlich, wenn unter deren Fürsorge Menschen bis in den Tod gequält werden? So, und da schreibt der gute Mann mir zurück. Also das habe ich an die Frau Feutel geschrieben, die hat es dann weitergeleitet. Ach, an den Pressesprecher vom Dezernat 8, Soziales, Jugend, Familie und Seniorin, Stadträtin Elke Feutel. Also es kam schon aus der Kommandozentrale. Sehr geehrte Anna Fröhlich, hat am 13.06. geschrieben, haben Sie vielen Dank für Ihre Anfrage. Wie Sie sicherlich wissen, dürfen wir unter anderem aus presserechtlichen Gründen, was für ein Schwachsinn, Dummbabbler, keinerlei Informationen über persönliche Angelegenheiten Einzelner erteilen. Zudem geht aus Ihrer Anfrage ein journalistisches Interesse nicht eindeutig hervor. Falls Sie uns dies nachweisen, werde ich Ihnen selbstverständlich gerne bei Ihrer Recherche weiter behilflich sein. Dazu muss ich sagen, er bezieht sich wahrscheinlich auf einen Presseausweis, hat es aber nicht formuliert. Journalist ist in Deutschland kein geschützter Begriff, kann sich jeder nennen, der publiziert. Das tue ich hier mit dem Kanal und deswegen ist es gerechtfertigt. Des Weiteren ist es eine Anfrage, wo ich nachfrage, was mit unseren Steuergeldern passiert und keine persönliche Angelegenheit. Ich habe ja nicht gefragt, welchen Nutzen zieht die einzelne Frau raus, sondern mit welchem Betrag und in welcher Höhe wird ein Zentrum für Psychotraumatologie gefördert? Also eine allgemeine Frage. Habe ich ihm zurückgeschrieben, sehr geehrter Herr R., das sind keine, wie Sie es nennen, persönlichen Angaben, sondern eine journalistische Anfrage, in welcher Höhe hier ein Zufluss unserer Steuergelder an diese GbR stattfindet. Daraus ergeben sich weitere Fragen. Wie viele Menschen haben diese zwei Frauen im Rahmen des Präventionsprogrammes 2022 und 2023 geholfen? Durch welche politischen Verbindungen hat es diese Hinterhofpraxis geschafft, einen regelmäßigen Geldzufluss zu erlangen, sprich zur eigenen Gewinnmaximierung, kostenlos, da vom Steuerzahler
Zahler bezahlte Räume nutzen zu dürfen. Sind diese Beratungen für die Opfer kostenfrei wie beim Weißen Ring? Also noch einmal, in welcher Höhe werden diese Damen von der Stadt Frankfurt gefördert? Falls keine Förderung stattfindet, teilen Sie mir das doch einfach mit. Diese Auskünfte müssen mir erteilt werden in Erwartung einer zeitnahen Auskunft. Anna, fröhlich. Tja, nichts mehr gehört. Ich vermute mal, wenn die Stadt Frankfurt diese Praxis nicht fördern würde, hätte er zurückschreiben können und es wäre nicht persönlich gewesen, wir fördern nicht. Manchmal geben die Leute Dinge zu, indem sie es nicht sagen. So, weil ich jetzt gerade mal so am Arbeiten bin, habe ich dem guten Pressesprecher Herr R. von unserer Elke Feudel nochmal geschrieben. Herr R., ich dokumentiere, wie in Frankfurt Steuergelder über dubiose Projekte wie Opferhilfe, Obdachlosenhilfe aus dem System in die Taschen von Freunden, Bekannten, Verwandten von Politikern wandern. Deshalb hier meine nächste Frage. Mit wem sind die drei Ladies verwandt, bekannt oder verschwägert, beziehungsweise welche Posten haben die in der SPD, die Grünen, dass sie als einzige Praxis im Präventionsrat der Stadt Frankfurt aufgeführt worden sind und sich dabei erlauben dürfen, wohl weil hier auch keiner nachfragt, einer absolut traumatisierten Frau auf Anfrage psychotraumatische Behandlung zu verweigern, obwohl diese Frau buchstäblich vor der Praxistür liegt. Ich muss Ihnen ja nicht sagen, dass Sie auskunftspflichtig sind, wenn ein Journalist bei Ihnen anfragt, wie die Stadt Frankfurt Steuergelder verwendet. Schreiben Sie mir einfach, in welcher Höhe diese Praxis gefördert wird oder dass Sie sie nicht fördern. Mehr brauchen Sie gar nicht zu tun, sonst werde ich wahrheitsgemäß berichten, dass Sie und Elke Feudel die Auskunft verweigern und meine Schlüsse daraus ziehen müssen. Wenn Person X dort verstirbt, haben die drei Damen Blut an den Händen, denn alle drei hätten gemeinsam für eine Unterbringung im betreuten Wohnen sorgen können, wenn sie denn gewollt hätten. Und würde das nicht eine engagierte Traumatherapeutin ausmachen? Wohl nicht in Frankfurt. Gruß an Elke, Anna Fröhlich. So, zusammenfassend kann ich halt sagen, selbstverständlich dürfen Therapeuten selber bestimmen und auch Ärzte, wen sie behandeln möchten. Dagegen sage ich überhaupt nichts. Aber, jetzt kommt das Aber. Es gibt sowas wie eine ärztliche Fürsorgepflicht. Du bist als Arzt verpflichtet zu helfen, wenn du Erste Hilfe leisten kannst. Diese Erste Hilfe ist bei dieser Frau täglich gegeben. Und keiner dieser drei Frauen hat sozusagen versucht, in den letzten 10 Jahren, weil die liegt ja da seit Jahren rum, dieser Frau zu helfen. So, das ist meine persönliche Meinung. Eine fachliche Meinung ist, wenn du Mitglied des Präventionsrates bist und dort Werbung machst für Opferhilfe und psychotraumatherapeutische Behandlung anbietest, dann bist du schon verpflichtet zu helfen. Und ihr habt gesehen, ich habe klare sachliche Mails geschrieben. Keine der Damen ist darauf eingegangen, dass sie Mitglieder des Präventionsrats sind. Das haben sie alle schön in ihren Antwortschreiben unter Tisch fallen gelassen. Hat keiner zugegeben, dass es so ist. Im Gegenteil, Frau Dr. R. hat sogar noch gelogen und hat so getan, als ob sie davon überhaupt nichts wüsste, was in sich selber schon tragikomisch ist. Sie haben keine Lösungsvorschläge angeboten, dass sie gesagt haben, ja, wenden Sie sich doch ans Lazaruswerk und an den sozialpsychiatrischen Dienst. Das ist die typische Rhetorik, die einem im Jugend- und Sozialamt immer wieder begegnet. Es sind immer die anderen, immer weitergeben, Ringelpiez mit anfassen, nie selber Verantwortung übernehmen, nie selber eingreifen, nie selber helfen. Und deswegen wird Obdachlosen nicht geholfen, weil die werden im Kreis durchgereicht. Keiner ist zuständig. Ich habe ja mit all diesen anderen Abteilungen schon gesprochen.
Die haben mir selber erzählt, sie sind nicht zuständig, gehen sie zu dem Amt, gehen sie zu der Stelle, gehen sie zu dem Drittanbieter. Ringelpiez mit anfassen. So, und deswegen hatte ich die zwei Frauen ja ausdrücklich in ihrer Funktion als Mitglieder des Präventionsrates der Stadt Frankfurt angeschrieben. Die waren genauso hilflos, haben große Augen gemacht wie die Leiterin des Amtes für Wohnungslose. Die wussten nicht, was sie jetzt schreiben sollen, die wussten nicht, wie sie helfen sollen. Die sind wahrscheinlich zum ersten Mal in dieser Funktion überhaupt kontaktiert worden. Und das geht halt einfach nicht. Das heißt, wenn du Ärzte hast, die ihrer Verantwortung nicht nachkommen wollen, für die Werbung gemacht wird, auf der Seite der Stadt Frankfurt, darauf beziehe ich mich, dann hast du dort entfernt zu werden, dann muss man mal in die Bücher gucken, wo die ihre Kohle herkriegen. Dann muss man mal gucken, stimmt das überhaupt, was sie beruflich geleistet haben, was sie da auf ihrer Homepage niedergeschrieben haben. Dann muss man mit dem Rechen durchgegangen werden. Und zwar bei den beiden Inhabern der Praxis, das sind die beiden Frauen, die die GbR gemeinsam betreiben. Die sind das Aushängeschild. Und das ist ein Skandal. Und das ist wieder ein weiteres Netz, in das ich reingetreten bin. Ich habe es gar nicht vorgehabt. Aber mir fehlen hier die Worte. Mir fehlen die Worte, dass du dich in einem karitativen Bereich einsetzen willst und dass du dann so gar kein Interesse dran hast, mal zu helfen. Beide Frauen hätten ja sagen können, oh, kommen Sie mal vorbei, wissen Sie was, wir unterhalten uns mal zu dritt mit ihr oder wenn ich dort bin, ich bringe ihr mal einen Kaffee, ich versuche mal zu gucken, ob sie vielleicht freiwillig ja sagt, dass sie in betreutes Wohnen geht, weil wir haben ja so tolle Methoden, stehen alle auf der Homepage von den beiden Damen, wir versuchen das mal und so, ob wir helfen können, wir reden mal mit den Betreuern, so wie es ja auch die Dr. L. gemacht hat, die hat ja im Prinzip alles richtig gemacht, die hat sich halt nachher nur einschüchtern lassen von denen. Und es kommt keine Hilfe. Und darum geht es in dem Kanal. Es kommt keine Hilfe, es gibt keine Hilfe.